zweite Bundesliga. Die Vorschau, die Spiele, der Rückblick. Distelhäuser, immer eine frische Idee. Matthias Obinger, wir sind wieder unterwegs auf der Distelhäuser Handballtour. Diesmal müssen wir eine Strecke fahren, die so ein bisschen länger ist. Es geht zum Wilhelmshavener HV. Mit dem Zug. Mit dem Zug, ja. Ich fahre mit dem Auto, ne, du fährst mit dem Zug. Mit dem Zug ist entspannter wahrscheinlich. Ne? Aber wie schaut es im Allgemeinen aus? Du hast drei Worte gesagt, bleibt es dabei? Was waren denn die drei Worte noch? Es wird Zeit. Also es wird Zeit, ja. Es wird echt Zeit, dass wir mal in Wilhelmshaven gewinnen. Ich habe eigentlich ein recht gutes Gefühl, die Mannschaft hat gut trainiert, das muss man sagen, sehr fokussiert. Und dann reisen wir schon mit sehr viel Selbstvertrauen und Zuversicht nach Wilhelmshaven. Ja, Wilhelmshaven, was ist das? Kann man das einen Angstgegner nennen? Ich meine nicht, war so ein bisschen auch Pech dabei oder was auch immer. Ja, es ist schon so eine Art Angstgegner, wobei es gibt ja keine Angstgegner. Aus der Sportpsychologie. Es gibt ja nur schwere Spiele und sehr schwere Spiele. Und ja, also was wir nicht machen dürfen, ist, dass wir verkrampfen. Wir müssen ausgeruhter anreisen und müssen in erster Linie mal zu unserem Spiel finden. Und dann sollte da auch was drin sein am Samstag. Ja, leichte Spiele gibt es sicherlich überhaupt nicht und sicherlich wird das auch in Wilhelmshaven nicht leicht. Wilhelmshaven hat im letzten Spiel gegen Nordhorn verloren. Ihr habt gewonnen, allerdings in einem Heimspiel. Wie schaut es jetzt aus? Wie schätzt du diesen Gegner in diesem Jahr generell ein? Ja, hat auch ähnlich wie wir so ein paar Auf und ein paar Abs. Sind natürlich aber bekannt für ihre Heimstärke, holen die meisten Zähler daheim. Jetzt war in den letzten Wochen eigentlich ihr Top-Torschütze verletzt. Ich denke, dass der gegen uns wieder spielen wird. Also ist auch schon so ein bisschen eine Wundertüte, wer da spielen wird. Aber wie eingangs gesagt, wir müssen da zuerst mal auf uns schauen. Ja, die Wundertüte, wer spielen wird. Gibt es die Wundertüte bei den Wölfen auch? Wie schaut es aus im Kader? Es ist tatsächlich auch noch eine Wundertüte. Also wir wissen noch nicht, ob Lukas Siegler vielleicht wieder zurückkommt, ob... Max Bauer ist jetzt im Mannschaftstraining wieder, ist aber definitiv noch zu früh. Mal schauen, wen ich dann aus der zweiten oder aus dem Nachwuchs mit hochnehme. Also ist noch ein bisschen unklar heute. Ja, Max Bauer hat ja ziemlich lange gedauert und es wird sicherlich auch eine Zeit gehen, bis er dann so richtig wieder fit ist. Ja, er macht aber trotzdem riesen Fortschritte. Wenn man überlegt, er wurde im Mai erst operiert. Und hat jetzt schon die Freigabe bekommen, hier jetzt schon ins Training zurückzukehren. Also das sieht man mal, was der Junge ackert. Ja, das macht er auf jeden Fall. Nicht? Er hat letzte Woche beim Radio ein bisschen mitgemacht. Da merkt man auch richtig, wie er trotzdem mit seinen Wölfen fiebert. Wie schaut es sonst aus im Restkader? Sonst alles fit? Sonst ist alles fit, ja. Sind auch alle Erkrankten wieder zurückgekehrt. Insofern steht erstmal der Grundstock. Ja, der Ablauf, wie schaut er aus? Wir haben jetzt Donnerstagabend, morgen gibt es wahrscheinlich nochmal ein leichtes Training und dann sehr, sehr früh wahrscheinlich am Samstagmorgen mit dem Zug. Wenn wir morgen Mittag nochmal eine Trainingseinheit haben, nochmal ein Abschlusstraining und werden dann am Samstagmorgen um 9.30 Uhr mit dem Zug ja, Richtung Wilhelmshaven aufbrechen. Tja, dann hoffen wir natürlich, dass wir alle was Positives aus Wilhelmshaven mitbringen können. Dankeschön, Matthias. Gerne. Distelhäuser präsentiert. Wölfestream. Live. Zweite Bundesliga. Die Vorschau, die Spiele, der Rückblick. Distelhäuser. Immer eine frische Idee.